Servus Leute, zurück zu Let's Play Chained Echoes. Wir haben das letzte Mal die erste Nebenmission, nachdem wir Glenns Willen zurückbekommen haben, erledigt. Und haben einen neuen Mitstreiter. Raphael hat sich unserer Truppe angeschlossen. So, wir machen weiter mit Nebenquests. Die nächste Nebenmission ist auf der Karte ziemlich nah, nämlich hier in Tormund. Deswegen ab nach Tormund umzuschauen. Was gibt's denn hier zu tun? Irgendwas rechts. Okay. Rechts, so. Tormund ist ja jetzt eigentlich befreit von der Unterdrückung, weil die ja in diesen Turm zurück sind und hier die Atombombe auf Tormund richten. Hier, wenn die Rebellen nicht abziehen, dann wird einfach alles weggesprengt. Das ist nicht so schön aus unserer Sicht. Das wollen wir verhindern, aber erst gibt es hier einen Auftrag. Dieser Auftrag hier bietet eine irre Prämie. Sie wollen, dass wir auf Ihre Reise als Leibwächter begleiten? Nichts leichter als diese Leichtigkeit. Der Auftraggeber befindet sich im westlichen Stadtteil von Tormund. Finden wir Näheres raus. Warum ist immer Sienna in der Nähe? Die Fee singt Fallfallera. Okay. Im Westen. Ach, stellt euch vor, bei uns würde es so viel regnen. Keine Trockenheit im Sommer mehr. Dauerhaft Regen. Ach, wäre das herrlich. Ich bin ein Freund von Regen. Mir wird es hier gefallen. Aber wobei, dauernd Regen ist wahrscheinlich auch nie ein bisschen zu viel. Hier? Nein. Da? Nein. Moment, vielleicht doch da? Ja. Doch, vielleicht da. Good day. Ist hier ein Auftraggeber? Ratat. Aha. Die berühmten Kamen, die in Schwingen sind wegen des Auftrags hier. Habe ich recht? Was für eine Ehre. Aber können wir ihnen wirklich vertrauen, Boss? Sie gehören zum Widerstand. Ich glaube kaum, dass sie uns an irgendwelche Behörden verraten werden, oder? Das kommt darauf an, was du von uns erwartest. Ein Edelstein? Ihr müsst wissen, dass die Seltenheit den Wert solcher Steine bestimmt. Dieser Edelstein ist so selten, dass er nicht einmal einen Namen hat. Bisher wurden davon nur zwei entdeckt. Beide in der Nähe des Allerheiligsten. Du willst, dass wir uns dem Allerheiligsten nähern? Dabei handelt es sich um einen heiligen Ort und jeder Zutritt wird mit dem Tod bestraft. In den dichten Fjordwäldern werden wir unentdeckt bleiben, keine Sorge. Und wer wird diese Bestrafung in der Stunde unseres schlimmsten Notfalls strecken? Begleitet unsere Truppe und beschützt uns vor den Monstern, die dort lauern. Das ist eure Mission. Ich bin nicht gläubig und wir werden niemanden verärgern. Die Leute haben im Moment andere Sorgen. Die Reserven der Schatzkammer unseres Clans sollten aufgefüllt werden. Schließlich müssen wir auch unsere Kampfgefährten ernähren. Stimmt. Varan geizt mit seinen Rationen. Also, was sagt ihr? Wir sind dabei. Ausgezeichnet. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich markiere euer Ziel auf der Karte. Wir treffen uns in den Fjordwäldern, am Rande des Allerheiligsten. Behaltet euch verstanden. Fjordwälder, Allerheiligste? Okay. Muss ich zugeben, sagt mir jetzt nichts. Fjordwälder. Am Rande des Allerheiligsten. Ah ja. Stimmt. Ja, wir sind ja bloß bis zur Mitte gegangen. Ein weiterer Zweck für dieses Gebiet. Faszinierend. Jetzt wird aber aufgetischt. Also wieder runter. Am Rande des Allerheiligsten. Schön Geld sammeln. Geld brauchen wir ein bisschen, um die Sachen zu equippen. Halt, nee, da waren wir. Das war der eine Sinn und Zweck. Da müssen wir nicht nochmal hin. Da waren wir gerade. Wir gehen jetzt hier entlang. Am Rande des Allerheiligen. Enten, was ist los? Seit wann quakt ihr? Ich habe euch noch nie quaken gehört. Das ist eine Falle. It's a trap. Oh, das sind welche. Na gut. Na seid ihr endlich.
Da sind ziemlich viele Leute und was macht diese große Kiste, ne? Sie ist unser Transportmittel, falls wir tonnenweise Juwelen finden. Oha. Kommt, wir nehmen das Boot, ihr geht voran. Eliminiert alle Monster und wir folgen euch unauffällig. Verstanden? Dann geht. Na los! Okay, keine Karte. Mach den Weg für uns frei. Los. Okay. Oha. Neuartige Gegner, wie es scheint. Was sind das? Kugelfische. Stärke ist Feuer. Keine Schwäche. Das ist mal was Neues. Warum? Puff, puff. Was pufft ab? Warum ist er so schwach? Ich wollte gerade sagen, warum überlebt er eine? Egal. Puste und huste. Gut, Fische in der Rhein. Mehrere Wege führen nach... wo auch immer. 5 Kisten. Halleluja. Halleluja. Ach du Schande. Labyrinth. Das sind gute Sachen, die man hier bekommt, muss man schon mal sagen. Gehen wir immer nur rechts? Gehen wir immer nur rechts. In einem Labyrinth sollte man sich immer für eine Richtung entscheiden. Außer man kommt zum Ziel. Dann muss man sich anders entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, 4 Stück sind gar nicht mehr so wenig. Dort oben war auf jeden Fall Loot, genau. Eukalkus, ja, ja, nehme ich. Ein Nilpferd. Da wird man nach unten gekommen oder nach oben gekommen. Reparaturset. Ah, da hätte ich gerne einen Händler. Da würde ich gerne mal shoppen gehen und die ganzen Sets kaufen. Da kommt man nach unten, kommt man auch dorthin. Okay, es gibt sogar mehrere Wege. Ja, ist gut. Ja, gut, ist ja gut. Gelehrtengewohnheit. Das ist, glaube ich, eine Verbesserung, wenn man es upgradet. Das ist nicht unbedingt eine Verbesserung. Was sonst noch? Da, du. Da. Da! Interesting. Eine Kiste fehlt noch. Hier hätte man da... perfekt. Genius. Moment, von denen konnten wir nichts klauen. Also warum sollte ich gegen die kämpfen? Wir gehen da hoch. Ich gehe davon... nicht da hoch. Ich gehe davon aus, dass wir da hoch müssen. An denen vorbei. Oh, wollte ich gerade sagen, kann ich an denen vorbeischleichen? Nein, kann ich nicht. Attack! Das ist jetzt ein bisschen härter, deswegen... schwächen wir doch mal alle. Da müssen wir ein bisschen mal aus dem Vollen schöpfen, unsere Skills einsetzen, anstatt voll draufhauen. Pufft ab, pufft ab. Ich weiß nicht, was das macht. Dann pusten wir euch halt weg. Erst war mein Gedanke, die überleben vielleicht einen Schlag.
Aber vielleicht machen sie auch was im nächsten Zug, wenn wir sie lassen. Aber das will ich nicht. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Ein Dorf? Ist das schön? Ja, was für ein einsames Dorf. Keine Menschenseele weit und breit. Edelsteine habe ich auch keine gesehen. Wer hier wohl wohnt? Es ist verboten, sich im Allerheiligsten aufzuhalten, nicht wahr? Ah, könnte es sein. Es wird gemunkelt, dass Feen aus dem Allerheiligsten in den Fjordwäldern ihr Unwesen treiben. Ist das vielleicht ihr Dorf? Ah, das muss es sein. Wer würde sonst hier wohnen? Hier endet die Straße. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter. Männer, öffne die Kiste. Jawohl! Magnolia? Wach auf, mach dich nützlich. Was zum? Menschen, Menschen, Fallfallaran! Sie haben die Barriere durchbrochen, wenn die Königin davon hört. Fallfallaran! Sie sind genauso nervtötend wie erwartet. Männer, die Wege sind gesichert. Ignoriert die Feen und sucht nach den Edelsteinen. Los, los! Magnolia, geht es dir gut? Oh, mein geliebter Glenn. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen wiedergesehen. Was geht hier vor sich, Magnolia? Warum bist du hier? Redhead wird für das bezahlen, was er dir angetan hat. Macht euch um mich keine Sorgen, ich bin kerngesund. Schließlich bin ich die göttliche Diva der Ausgewogenheit, aber ihr seid in Gefahr. Genauso wie Redhead und seine Leute. Was kümmert dich, Redhead? Er hat dich in diese Kiste gesteckt. Alle Menschen müssen gerettet werden. Kommt schon, kommt mit. Wir müssen zur Feenkönigin, bevor sie Wind davon bekommt, was hier los ist. Feenkönigin? Magnolia, was geht hier vor sich? Ich werde später alles erklären, aber jetzt müssen wir schnell zum großen Baum. Helaifa, dort weilt die Feenkönigin. Was ist das für eine komische, strange Musik? Der Pakt wurde geschlossen, als ich jung war. Wir haben so viel von unserem Wald von euch Mönchen abgegeben. Wir waren nett zu euch und dieser Ort war groß genug für uns. Doch jetzt kommt ihr auch hierher. Ihr habt nie genug. Du machst uns Angst, wir verstehen eure Menschenspiele nicht. Sie sind zu grausam. Wir spielten, wir sangen, wir hatten Spaß. Fallfallaran. Moment, sag's nochmal. Fallfallaran. Ja, Fallfallaran. Fallfallaran, wir haben einen Kuchen gebacken. Heute ist unser Kuchentag. Lass uns mit unserem Kuchen in Ruhe. Oje. Okay, großer Baum. Königin, bist du hier? Hast du Loot? Nee, kein Loot hier. Menschen, hier im Allerheiligsten. Ich spüre noch mehr im Dorf. Wir hatten einst einen Pakt mit den Menschenkönigen geschlossen. Dieses Reich gehörte uns und jeder Zutritt war verboten. Ein mehr als 1000 Jahre alter Pakt ist jetzt gebrochen. Warte, Lilly. Die Menschen sind nicht böse. Sie suchen nach Edelsteinen und wollen uns nicht wehtun. Schweig! Einmal gebrochene Rechte werden immer wieder gebrochen. Wir müssen ein Exempel statuieren. Zuerst an denen mit meinen Kindern. Sie sind am gefährlichsten. Nein, Lilly, tu es nicht. Du kannst mich nicht aufhalten. Magnolia, du bist eine Fee? Soll mich das beeindrucken? Du hast deine Mächte außerhalb des Reiches verloren. Du bist nicht mehr die Königin, Magnolia. Verdammt, es ist wahr. Ich habe keine Kontrolle über meine Mächte mehr. Und jetzt muss ich weiterziehen. Dann zieh weiter. Du bist also eine Fee, Magnolia. Nein.
Einst war ich die Königin dieses Reiches. Wir hatten einen Pakt mit den ehemaligen Menschenkönigen geschlossen. Kein Mensch durfte dieses Reich betreten. Eines Tages verirrten sich einige Menschenkinder hierher. Laut Gesetz hätten wir sie hinrichten sollen. Doch ich weigerte mich. Also wurde mir der Großteil meiner Macht entzogen und man hat mich verbannt. Das tut mir leid. Du hast jedoch die richtige Entscheidung getroffen. Wer weiß. Ich wünschte, ich hätte mehr Kontrolle über meine Macht. Dann hätte ich Lilly aufhalten können. Meine Macht schwankt stark. Manchmal verändere ich meine Gestalt, ohne darauf Einfluss nehmen zu können. Bist du deshalb so schnell verschwunden, als wir Glens Verstand verließen? Richtig, ich nahm meine Feengestalt an und brach zusammen. Händler haben mich gefunden und an Redhead verkauft. Und er wusste, dass er mit einer Fee die Barriere um das Dorf durchbrechen konnte. Er war gut informiert. Offenbar hatte er jahrelang nach der Quelle der Steine gesucht. Na, was machen wir jetzt? Gehen wir erstmal zurück ins Dorf. Sie hat sie getötet. Meine Kinder sind in Sicherheit und jetzt zu euch. Das sind meine Freunde. Bitte verschone sie. Wir verlassen das Dorf. Sie werden wiederkommen, Fallfallran. Sie werden uns wehtun. Magnolia, wenn du sie gehen lässt und sie anderen von diesem Ort erzählen, werden nur noch mehr kommen. Ich bin nicht so nachgiebig wie du. Zeit zu sterben, Menschenkinder. Okay, war zweimal am Zug. Garstiges Viech. Kämpft nur die Queen. Nur die Queen. Und wir können nicht stehen. Okay, nur die Queen. Dann brechen wir die erstmal alle Knochen. So in etwa. Okay, das sind keine Schwächen. Keine Schwächen. Also verbrennen wir die Flügel. Schlitzen wir dich auf. Okay, okay. Verzaubern. Verzaubert? Das hört sich nicht gut an. Glenn, was ist los? Glenn, ich muss den Ultra-Move noch machen. Du darfst nicht verzaubern. Gut. Ich weiß nicht, was das bedeutet, dass er verzaubert ist. Wichtig ist, dass das klappt. Blendende Flügel. Ich überlege, ob ich irgendwas... Ah ja, natürlich. Hier, einen Geist können wir auf jeden Fall beschwören. Der hilft uns. Dann ist es blendend. Hau mal gescheit drauf. Schade, das zweimal am Zug wäre geil, wenn es verschwinden könnte. Die Hexe kann nix. Wir sind auch nicht beeinträchtigt, wie sie sehen können. Brechen wir wieder alle Knochen! Oder verlängern wir. So, beschworener Angriff. Das war ein guter Damage. Pustet sie weg! Jawohl, sie ist gelähmt. So muss es sein. Wisst ihr was? Tauschen wir doch mal aus. Raphael, zeig uns, was du kannst. Ja, warum nicht? Ah ja, du kannst auch einen Geist beschwören. Sehr gut. Mhm.
Was ist das? Was ist das? Sprich Feuer. Spezialfähigkeit! Das war alles, das war alles, das war alles. Das war schwach. Dornen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die loswerden muss, bevor sie irgendwas macht. Was macht die Dornenblume? Das hat sie noch nichts gemacht. Ah, ich kann mal wieder einen Ultra-Move machen. Okay, jetzt wissen wir, was sie gemacht, was das Teil macht. Leider kein Heilen. Oh. Ja, ich glaube, ich tausche mal aus. Tiger Upcap! Die ist stark geschwächt. Oh, wir haben sie gewonnen. Wir haben sie besiegt. Sehr gut. Nieder mit der Königin! Slebe, wir herrschen jetzt über das Feenvolk. Wir waren siegreich. Oh, ein Grimoire-Sprüller für eine Nebenmission. Mama Mörder! Ihr habt die Königin getötet! Das wollten wir nicht, wirklich nicht. Geht, verschwindet, erspart uns weiteres Leid. Aber haut endlich ab von hier! Magnolia, es lag nicht in unseren Händen. Danke, Glenn, du hast recht. Aber sicher, diese Narren. Wie können sie es wagen, mich so zu behandeln? Mich, die göttliche Diva, die Ausgewogenheit. Ich wollte allen helfen. Ich wollte nur allen helfen. Die Feen denken, dass alle anderen Wesen auf dieser Welt böse sind. Natürlich sollten sie vorsichtig sein, denn man kann nicht jedem trauen. Aber mit dieser Einstellung tun sie sich selbst nichts Gutes. Du bist anders. Du hilfst den Menschen auf eine ganz eigene Art und Weise, egal wem. Du bist einfach großartig, Magnolia. Glenn, ich liebe dich. Hä? Ich will eurem Clan beitreten. Klar doch. Ich werde diese Welt zu einem besseren Ort machen. Für alle. Nico, egal ob Fee oder Mensch. Lilly, schau genau zu, wie ich das mache. Die Fee singt Falfallaran. Okay. Crazy Shit. Haben wir jetzt... Tatsächlich. Magnolian. Ah, ja, ich wusste doch, wir haben Kartenwaffen. Ja gut, dann schauen wir doch mal, was du gerne... Oh, jeder. Naja, natürlich jeder. Wir schauen hauptsächlich bei ihr. Was kann sie denn so? Inferno, nein. Ein magischer Schaden. Karteneffekt 1 verfehlt. Ein Ziel, alle Ziele. 10 extra Schaden. Oh. So richtig... Glücksspiel, Kartenwurf. Schaden zwischen 0,5 und 1,5. Also im schlimmsten Fall 1,5 oder wie? Nee, im schlimmsten Fall... Ja. Achso, entweder im schlimmsten Fall 0,5 und im besten Fall 1,5.
Einen zufälligen Wert um 30%. Einen zufälligen Wert, ah ja. Feuerwerk verursacht je nach Ultramove magischen neutralen Schaden. Leert die. Was ist denn magisch neutraler Schaden? Vollständig. Ach du Schande, das. Will man das? Dunkel, Kosmosdame, Licht. Neutral. Also wir haben immer dieses. Schaden. Naja. Ist eine gespielte Karte von doppelten Schaden und kann nicht verfehlen. Oh. Wildcard. Eclipse. Ein magischer Angriff, der einen Schaden mit dem Element verursacht, gegen das das Ziel am schwächsten ist. Also einfachen Schaden. Okay. Sie hat auf jeden Fall ein paar sehr interessante Fähigkeiten. Jede Fähigkeit kann auf alles gehen. Jede Fähigkeit kann auf einen gehen. 1,3 auf alle ist nicht schlecht. Extra Schaden ist auch nicht schlecht. Aber es ist 10%ige Chance extra Schaden. Aber jedes Mal auch 10%ige Chance nichts zu machen. Ziemlich ausgeglichen. Crazy. Na gut, okay. Ich werde sie ausstatten. Moment, apropos ausstatten. Ja, wir können doch mal die Ausrüstung schnell anschauen. Was zieht sie denn normalerweise an? Ah ja, sie zieht sowas an. Ja, wir haben leider keinen weiteren. Schäbige Karten. Karten zieht sie an. Dann will sie irgendwas mit Magie. Wahrscheinlich. Ja, sie macht ja hauptsächlich Magieangriffe. Das ist ganz unten. Das war schon irgendwas für Magie. Aber es ist nur Magie. Ja, nur Magie ist ein bisschen schwach. Gibt's nicht noch... Schau, das ist allein schon mehr mit Magie. Ja, komm, nimm das. Das passt. Wie viele Leute sind wir? 12 Leute haben wir jetzt. Okay. Coole Sache. Jetzt sind wir zu 12 schon. Und beim nächsten Mal alle mit einem Grimoire-Splitter mindestens mehr, gehen wir zur nächsten Nebenquest. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.